Herzlich willkommen bei OSSRC Planet. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Und zwar geht es darum, nochmal hier auf die GT3 einzugehen. Ich hatte mir für den FG Marder einen FlySky-Empfänger bestellt, bin auch sehr zufrieden damit. Jedenfalls habe ich mir dann gedacht, okay, was willst du mit drei Funken oder mit zwei, besser gesagt. Hier kann man ja mehrere Fahrzeuge bis zu 10 Stück einspeichern. Also habe ich mir für meinen Carbon Fighter ebenfalls den gleichen FlySky-Empfänger geholt. Was ich eigentlich sehr gut finde und praktisch. Ja, jedenfalls letztendlich hatte ich meinen Carbon Fighter den Akku angelassen, hätte ich mal gesagt, das Auto mit Strom angelassen und wollte an meinem FG Marder ein bisschen rumtüfteln, sprich Einstellungen etc. Ja, jedenfalls beim Check ist mir das aufgefallen, dass ich hier ist ja jetzt der FG Marder eingespeichert und schaut Leute, was passiert. Der Carbonfighter reagiert trotzdem. Ja, ist irgendwie nicht so cool, würde ich sagen. Sprich, wenn man jetzt irgendwo auf dem Platz ist, wo auch andere Leute mit der gleichen Komponente fahren und FlySky-Empfänger haben, würde man sich ja theoretisch und praktisch voll in die Quere kommen. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Und hier nochmal jetzt mein Willi Carbonfighter, ne? CF, RCF. Und passiert das Gleiche. Ja, ist irgendwie nicht so cool. Ich wüsste jetzt auch keine Lösung so erstmal. Gut, es ist eher unwahrscheinlich, da ich immer solo-mäßig unterwegs bin mit meinem Auto oder immer nur eins fahre. Ja. Bin ich mal gespannt, ob ihr da irgendwelche Lösungen für habt oder so, was man da, wie man da Abhilfe schaffen kann. Und ja, das war's auch schon von mir. Ich würde sagen, ja, haut mal unten was schön in die Kommentare rein. Bin ich mal gespannt. Schönes Thema auf jeden Fall. Und das war es dann auch schon von mir. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, erstmal euer Ossi von OssiZC Planet. Ciao.